Ich wäre auch dafür, die Statue mitzunehmen. Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu glatt. Schade. Und in meiner Theorie lag ich wohl auch falsch. Dass das ein Albtraum ist. Na dann, auf in den Wandteppich. Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Ach, ich dachte, du gehst dort rein. Das erklärt natürlich so einiges. Das heißt, wir machen Feu-Feu und stecken das in Brand. Die Frage ist nur, wie? Was können wir denn wie kombinieren? Okay. Da wird jetzt bestimmt irgendwas Kreatives gebildet. Können wir den Talar irgendwie in Flammen stellen? Der Talar würde sich entzünden, wenn ich versuche, die Flammen damit auszuschlagen. Und mit dem Wischmopp. Ah! Ich soll den Mopp anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ansonsten gibt es halt einen Wischmopp weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Sehe ich genauso. Und den nimmst du für den Wandteppich. Mit deinem sportlichen Ehrgeiz gehst du rüber und zündest ihn an. Magic. Hinter dem Teppich ist eine Öffnung. Och nö, oder? Jetzt müssen wir hoch. Du musst die Statue irgendwie verschieben. Die komplette Statue noch. Du musst aber. Was ist denn hier schon so? Diese Taufbecken. Hast du den Taufbecken verschieben? Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet, du sollst keine absurd schweren Taufbecken einstecken. Das kann sein, aber vielleicht kannst du ihn verschieben. Brennendes Regal macht sich immer sehr. Fuge. Haha. Ich breche mir höchstens sämtliche Fingernägel ab, wenn ich versuche, den losen Putz aus der Fuge zu kratzen. Dann machst du das mit dem Nagel. Fuge? Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Mal sehen. Und das ist ein Schalter. So. Tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Und jetzt? Die Fuge ist jetzt zwar breiter als vorher, aber nicht... Dann arbeite mit dem Kleiderbügel nach. Das lockere Gestein habe ich bereits entfernt. Der Rest ist zu massiv, da bräuchte ich eine Spitzhacke oder Sprengstoff. Das ist ja wie bei Minecraft. Leider haben wir nicht das Zeug, um uns eine Spitzhacke zu craften. Turm? Dahinter müsste sich der Zugang zum Glockenturm befinden. Wie der Fremde da reingekommen ist, ist mir ein Rätsel. Das war Spider-Man. Wieder hier Kombinationsgeist gefragt, aber puh, ich habe gerade keinen Plan. Wir haben ein brennendes Regal, was? Das Regal muss durch Funkenflug in Brand geraten sein. Ja. Können wir damit irgendwas machen? Ich sollte wenigstens das Regal löschen, damit ich nicht. Talar. Der Talar würde sich entzünden, wenn ich. Dann versuch's mit dem Kelch zu ersticken, Mann. Aber ich kann das ja. Ich fülle das Wasser in den Kelch. Bei dem Feuer kann ich jeden Tropfen brauchen. Und jetzt mit unserem riesigen Kelch. Löschen. Was ist passiert? Gut, dürfte ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Einige Augenblicke später. Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre geschafft. Verbranntes Regal, das... Ein loses Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Ha. Das kann ich kombinieren. Nein, aber kann ich es... Mit der Fuge kann ich es nutzen. Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Und wenn ich es richtig platziere... kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Ha, wir sind doch so kreativ. Einen besseren Verwendungszweck werde ich für das Brett wohl... Ja, aber du sollst doch drauf. Los, komm. Hüpf. Hüpf.
kann ich vielleicht auf die Statue. Ja, dann kletter. Eine Petro. Einen besseren Tritt. Na los. Mach. Hüpf. Wo kann ich? Ja, los. Dann kletter. Warum kletterten die nicht? Ah, ich weiß noch nicht so richtig, was meine Kleiderbügel soll. Liebe gute Stadt. Ja. Warum kletterst du denn nicht da drauf? Wenn du es doch so toll kannst. Liebe Nina. Einen besseren verwenden? Ja, komm jetzt hier. Einen besseren? Ja. So kann ich vielleicht. Ja. Na dann mach doch. Hoch. Hüpf. Los. Hüpf. Ab. Die mag mich nicht. Die mag mich nicht. Und ist einfach nur noch. Aber was denn dann? Verdammte Axt. Ey. Ich glaube auch gleich werde ich mal. Boah, ich bin blöd. Ich komme nicht auf das Brett. Ja, los. Nimmst du jetzt Anlauf? Einen besseren Verwendungs. Ja. Dann. Achso, da fehlt noch irgendeine Zwischenstufe, ne? Oder? Bist du so sportlich? So kann ich vielleicht auf die Start. Ja, dann mach's doch. Achso. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Also, ich spiele jetzt mal lieber die einfachere Variante, weil ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt schon failed. Wie bei der Schaukel. Wenn man ganz außen ist, das Gewicht in die andere Richtung verlagern. Vielleicht hilft mir auch das Knirschen der Statue, den richtigen Rhythmus zu finden. Ah, das ist ja ein schönes. Das ist ja richtig. Hui. Ich frage mich, ob sie, wenn du es falsch machst, ob man dann irgendwann abflöppt. So. Na dann. Aus wie bei Assassin's Creed. Es war doch ein Traum. Ja, hab nur schlecht geschlafen. Ach Nina, komm schon. Du schläfst jede Nacht schlecht. Und deine Träume werden immer schlimmer. Naja, wir heiraten schließlich übermorgen. Bist du denn überhaupt nicht nervös? Du lenkst schon wieder ab. Und dabei geht das schon seit Tunguska so. Nach deiner Begegnung mit diesen. Das ist ewig her. Diese blöden Träume haben nichts zu bedeuten. Haben sie doch. Nichts zu bedeuten, ja. Ich habe die Stelle gefunden, die du in der Bibel unterstrichen hast. Die Apokalypse. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Nina, ich mache mir Sorgen um dich. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche? Ob du nervös bist, wegen übermorgen. Naja. Ich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht. Stimmt. Wir brauchen den ganzen Kram doch nicht. Die Kirche, die Leute. Für uns war es dir wichtig. In unseren Flitterwochen. Australien. Komm, lass uns einfach abhauen. Du bist verrückt. Gut, warum nicht? Runter! Auf den Boden! Alter! Los, los, los! Was soll das? Max! Zielperson in Gewahrsam. Wir kommen raus. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Und Nina, überleg dir was wegen der Flitterwochen. Ist anscheinend immer normal, dass man da entführt wird. Sind Sie Nina Kalenko? Seine Verlobte?
Wer zum Teufel sind Sie? Was wollen Sie von uns? Es liegt ein Haftbefehl gegen Max Gruber vor. Er steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, halten Sie sich aus der Sache raus. Sonst könnten wir uns gezwungen sehen, auch gegen Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aus der Sache raushalten? Was denken die sich? Die sollen mich kennenlernen. Die Super Nina. Einige Stunden später. Schön am Licht. Nicht zu fassen. Keine einzige offizielle Stelle weiß etwas von diesem Einsatz. So langsam glaube ich, das waren gar keine echten Polizisten. Wie auch immer, ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet und Max als vermisst gemeldet. Mehr kann ich im Moment wohl leider nicht tun. Oder vielleicht doch? Was hatte Max noch gerufen? Überleg dir was wegen der Flitterwochen. Wie das wohl gemeint war. Unsere Flitterwochen wollten wir in Australien verbringen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise, die mir weiterhelfen. Die klassische Spurensuche. Wir können die Wohnung nicht verlassen. Wir mal einen Durchgang. Können wir den speichern? Sonst würde ich jetzt vielleicht mal die Aufnahme pausieren. Kann ich jetzt hier speichern? Hallo? Ja. Drück. Wenn ich drauf drücke, speichert es dann. Ah, Spiel gespeichert. Ist das jetzt gespeichert? Ja. So, dann mache ich noch kurz was oder pausiere ich jetzt? Und das sieht aus wie eine Geo-Verarsche. Und grüne Äpfel. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Ui, so ein langes Letztest hatte ich noch nicht. Das ist ja noch nicht vorbei. Mal schauen, was die Demo uns noch bringt zu Geheimakte 3. Ich werde es auf alle Fälle weiterspielen. Bin gespannt, wie viele Folgen das werden. Das dürften ja jetzt ungefähr 2, vielleicht fast 3, na 2 gewesen sein. Und mal schauen, was uns Geheimakte 3 noch bringt. Deswegen sag ich jetzt mal Tschüssikowski. Euer Demo-Tester. Bis gleich.